Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg zockt. So, wir haben hier unseren neuen Zug und guck mal, was wir hier haben. Hier habe ich noch so eine Attrappe hingestellt auf dieses Gleis, was eigentlich ein Durchgangsgleis ist. Allerdings viel ist hier nicht mit Durchgang. Man sieht, hier hinten ist die Stadt im Weg, also deswegen diesen Zug. Und jetzt haben wir hier noch Folgendes, das ist mir gar nicht aufgefallen, das habt ihr in die Kommentare geschrieben, besten Dank dafür. Dieses eine Gleis, dieses verwitterte, das hat gar keine Oberleitung. Wo haben wir das denn? Hier fängt das an. Hier, guck mal. Funktioniert zwar trotzdem mit der Elektrolok, weil es halt ein Spiel ist, aber irgendwie das ist nicht schön rund, finde ich. Ich würde hier gerne die Lokomotiven tauschen. Dann nehmen wir die Hektorel ein bisschen später. Weil ich würde sagen, hier brauchen wir dann doch Diesel-Lokomotiven. Sonst ist das irgendwie ein bisschen komisch. Also machen wir mal Folgendes. Ersetze das Fahrzeug. Dankeschön. Und zwar mit einem Diesel, haben wir gesagt. Mit was ersetzen wir dich denn? Das darf trotzdem irgendwie was Spezielles sein, was Cooles. Logischerweise. ÖBB Reihe 2050 hätten wir. 100 km/h ist mir ein Tacken zu langsam. Hier haben wir die 130. Sind das Fake-Teile? Das ist ausgegraut. 110. 110. Da müssen wir da auch noch was Zügigeres haben. 140 hätten wir hier mit der BR 218. Warum nicht die? Die haben wir, glaube ich, so noch nicht. Gut, jetzt habe ich aber den falschen Reiter. Moment, wir müssen. Ersetze gewählte, ne, ändere. Ne, auch nicht klonen. Hier haben wir ändern. So, das kommt weg. Dann kommt das dazu, das dazu. Das kommt aber nicht hier hin, sondern das käme dann zack hier hin. Mal gucken, ob das so geht. Jawohl, hinzufügen. Ändern. Batz. Und dann haben wir die. Und jetzt können wir nochmal schnell gucken, wo ist er, der gute Zug? Hier unten fährt er. Im Idealfall ist das jetzt die entsprechende Lokomotive. Jawohl, es ist es auch. Sie ist es, die BR 218. Da haben wir sie. Gut, ich denke, macht einfach mehr Sinn, wenn wir schon dieses Gleis verwenden. Und ich möchte dieses Gleis verwenden. Dann machen wir das mit dem schönen Dieselzug. Gut, wir sind stehen geblieben bei der Strecke hier. Was ich auch noch machen möchte. Aber nicht heute, weil jetzt machen wir die Strecke. Wenn wir in die andere Richtung düsen, dann würde ich logischerweise, würde ich fast sagen, gerne hier unten durch und hier vielleicht noch an die Straße ran mit dem Gleis. Kämen wir hier denn noch durch? Schwierig, aber dann können wir hier natürlich runter und hier dran vorbei am Parkhaus und am Stadion ein bisschen. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Jetzt machen wir Folgendes, das was wir vorhatten, nämlich von hier düsen wir nach Unterzermatt und von Unterzermatt geht es dann rüber nach Los Angeles. Gegebenenfalls vielleicht sogar mit einer Brücke hier hinten. Das fände ich nicht so verkehrt. Oh, und hier, ich muss mal schnell was gucken, konfigurieren. Kann ich hier die Farbe nochmal ändern? Ich glaube schon. Jawohl, dann haben wir nicht exakt den gleichen. Straßenbahn, Straße, ja, machen wir das mal so. Hat der die Farbe jetzt geändert? Wir schauen mal schnell. Ah, nee, das ist was anderes. Was ist das denn? Oberleitung? Moment. Ich möchte nur die Farbe ändern. Wo haben wir die denn? Ja gut, da kriegen wir eine Fehlermeldung. Müssen wir wieder zurück. Okay. Weil es hieß, ändere mal die Farbe. Dann hast du nicht zweimal den gleichen. Na, hier rausgehen. Ich gehe nochmal raus. Irgendwie, das ist irgendwie, also, das sieht irgendwie nicht mehr aus wie vorher. Dann lassen wir es. Machen wir den hier. Dann ist wieder ein Bahnhof drauf. Oder bin ich denn blind? Irgendwo kann man anscheinend die Farbe verstellen. Ich wüsste aber nicht wo, muss ich gestehen. Na gut, dann lassen wir es, dann haben wir den. Es ist ja auch ein schöner Bahnhof und der kriegt jetzt einen weiteren Zug, nämlich den, den wir dann hier hinten auf die Reise schicken. Bis jetzt sind wir hier einfach aus dem Bahnhof rausgekommen. Genau, haben hier ein bisschen gefädelt. Hier rauf auf die Brücke. Und jetzt habt ihr noch geschrieben und da habt ihr auch recht. Ich verfalle wieder ein bisschen in den Drang, für jeden Zug ein eigenes Gleis zu bauen. Das hatten wir früher, das hatten wir bei Trainfever, das hatten wir in den frühen Transportfever 1 Staffeln. Da muss ich ein bisschen von abkommen. Ich möchte schon, wenn es irgendwie geht, Gleis nutzen, das wir bereits haben. Das würde aber heißen, hier halt einfädeln. Das sieht man beim anderen Thema, es wird wieder gefädelt ohne Ende. Vielleicht irgendwie hier rüber, dann hier unten ran und dann hier irgendwie gucken, dass wir hier reinkommen. Das wäre dann aber die andere Seite. Das würde heißen, wir müssen in den Bereich kommen, wenn wir hier oben sind. Wir düsen mal weiter. Wir düsen mal zu diesem Gleis runter und dann gucken wir, was wir genau machen. Jetzt nehmen wir wieder ein normales Gleis. Ja, hier haben wir noch ein Problemchen. Muss ich schnell baggern. Ja, da hat es gebaggert. Man reiche uns die Brücke. Was ist das denn jetzt? Das ist auch nicht, was wir wollen. Man aber wegnehmen.
Da, jetzt müsst ihr doch die Brücke wieder dranhängen, oder nicht? Ne, wir können sie selber noch mal kurz bestimmen, dann machen wir das auch. Ja, sollen wir bei der Bogenbrücke bleiben? Ich glaube nicht, weil wir brauchen eine Kurve, wenn man es genau nimmt. Wir würden gerne hier runter. Ja, es ist halt wieder... Ja, es ist doch eine ewige Brücke. Kann ich das mit einer Aufschüttung regulieren? Ja, ich muss erst ein bisschen weiter rüber. Ich muss erstmal die Brücke fertig haben. Bevor ich irgendwas aufschütte. Mach mal. Ist das gerade? Ja, das ist gerade. Zumindest wirkt es so. Wir können ja trotzdem schnell gucken bei der Bogenbrücke, was dann passiert. Nicht viel. Wenn ich hier die Bogenbrücke einstelle, Le Bogen, Le Brücke, passiert nichts. Wenn ich das so mache, dann hätten wir das hier. Das sieht doch eigentlich auch relativ gut aus. Wenn wir so hier lang ziehen. Achso, ich wollte ja eigentlich nur rüber, damit ich dann im Prinzip aufschütten kann. Okay, und zwar gerade. So, das wäre dann mal so. Stimmt das soweit? Das sieht irgendwie... So sieht es besser aus. Gefällt mir besser. Sonst haben wir so einen Schnabel nach unten. Das sieht so aus, als hätte die Brücke schlechte Laune. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, und jetzt schütten wir mal. Wir gehen hier mal runter und machen mal den hier. Dann haben wir das. Ja, es ist organischer. Sonst haben wir halt tatsächlich eine Brücke, die einfach kein Ende hat. Was ist hier los? Schaut euch das mal an. Da fehlt der Bogen. Oh, diese Bogenbrücke, die hat halt schon irgendwie teilweise ein bisschen eine Macke. Gibt's doch nicht. Ich versuch's mal nochmal. Warum das? Weil ich da hinten irgendwie was abgerissen habe wahrscheinlich. Ja, jetzt muss ich die ganze nochmal machen. Und zwar ab dort. So, das hatten wir schon mal, dass die Bogenbrücke plötzlich weg war. Das ist natürlich nicht die Idee. So, da rein und dann schauen wir hier nochmal. Ich hoffe, das kriege ich nochmal hin. Den Bogen. Wir haben den Bogen nicht. Sag mal, gibt's das? Okay, dann nehme ich das auch nochmal weg. Also der Bogen ist halt relativ wichtig. Ich meine, wenn wir die Brücke schon wollen, dann wollen wir die auch. Und zwar wollen wir die dann richtig. Geh nochmal rauf. Das wäre so. Jetzt müssen wir das halt gerade haben. Sonst wird hier keine Bogenbrücke draus. Das wäre, glaube ich, gerade. Der möchte den Bogen nicht mehr hergeben. Jetzt hätten wir den Bogen wieder. Dann machen wir es so, dass wir den Bogen haben. Gar keine lange Sache. Dann gehen wir hier mit dem drüber. Jetzt stimmt's ja. Vorher hat es ja nicht gestimmt. Ist das gerade? Ja, sonst hätten wir den Bogen nicht. So wäre es gerade. Zack, einmal schnapp. Zweites Gleis dazu. Einmal hier lang. Jetzt darfst du aber gerne wieder die Bogenbrücke verwenden. Macht er das? Wenn wir es so haben. Jawohl, er macht es. Dankeschön. Hier passt auch mit der Oberleitung. Wunderbar. Dann können wir nämlich jetzt weitergehen zu dem, wo wir vorher waren. Nämlich, dass wir hier schütten. Und feststellen, das sieht organisch aus. Das gefällt mir. Hier dann die ganzen anderen Gleise durch, die von hier kommen. Das ist die Grundidee. Okay, mach mal. Dann irgendwie hier runter. Da sind wir sogar auf dem Boden. Da haben wir hier nochmal einen kleinen Bereich. Kommt, hier fügen wir nochmal einen Damm ein. Da sind wir einfach frech. Hier ist nochmal ein kleiner Damm. So, ein bisschen zurück. Dann hätten wir dort das Gleis. Dann würde ich sogar gegebenenfalls, zack, hier schnell die Straße kappen, damit wir in Ruhe runterkommen. Und hier nochmal mit einer Brücke rüber. Machen wir mal. So, damit wir dort nicht irgendwie auch nochmal irgendwie die Gleise kreuzen. Ist das so okay? Kann man das so machen? Die Seite wäre die richtige, glaube ich. Jetzt müssen wir aber gucken. Guck mal hier, da kommen wir hier nicht rein. Ja, dann muss ich das nochmal schnell neu machen dort. So, irgendwie... Ja, nee, so dann doch nicht. so finde ich es eigentlich okay. Von der Höhe her passt es auch. Da kommt man unten durch. Okay, nehmen wir. Jetzt haben wir dort oben das Gleis. Das kommt da mal weg, weil das passt so natürlich nicht. Hier die Brücke lassen wir und hier machen wir den hier. Dass das hier rauf geht. Und dann würde ich hier aber nochmal aufschütten. Genau. Finde ich okay. Geh mal runter. Und jetzt müssen wir hier ins rechte Gleis. Ne, Blödsinn. Doch, ins rechte Gleis müssen wir rein. Haben wir genau nicht dabei. Müssen wir erst holen. Okay, das wäre das rechte Gleis. Hier geht's rein. Dann geht es hier auch ins... Stimmt das denn überhaupt mit meinem rechten Gleis? Wenn wir jetzt hier sind, dann haben wir doch dann auf der anderen Seite das hier. Das stimmt eben genau nicht. Nein, ich muss in das hier. Das ist ja auch nicht das rechte Gleis, Herr Eisenberg.
Ihr habt auch wieder recht. So, das ist das rechte Gleis. Gar nicht so einfach. Das sind dann doch zwei verschiedene Dingsbums. Ja, nee, logisch ist es eigentlich einfach. Aber ist ja auch egal. Man kann das ja wirklich nochmal kurz reparieren. So, hier auf die Brücke rauf geht. Jawohl. Funktioniert. Dann hier rüber funktioniert auch. Und dann sind wir immerhin in die richtige Richtung schon mal unterwegs. Und haben hier nochmal eine schöne Brücke, wo der Eno irgendwie parallel fahren kann. Und guck mal, nicht nur der Eno, auch die BR-103. Die ist hier auch noch zugegen. Sehr schön. Wunderbar. Ja, der muss allerdings bremsen, so wie es aussieht. Achso, nee, der muss hier weg. Der fädelt hier aus. Unter unserer neuen Brücke durch. Gut. Haben wir hier noch irgendwas? Jawohl, die Straße. Da muss ich gestehen, hätte ich auch gerne nochmal eine Brücke. Das sieht besser aus, wie irgendwie hier im Bahnübergang. Mach mal weg, dankeschön. Straße. Zack, hier. Und dann nehmen wir mal die hier. In einem rechten Winkel hier rüber düsen. Die Straße werden wir entsprechend anpassen. Dass das hier so rüber geht. Und dann hätten wir hier. Ja, das sieht doch eigentlich nett aus. Sowas gefällt mir. Weil wir haben den Bogen oben nicht. Das ist einfach so eine Stahlbrücke. Die hätte ich gerne so. Dankeschön. Und dann machen wir hier schnell den Bagger. Und gehen hier mal rein. Halt. Vielleicht mit Kurve. Dann wird es ein bisschen hübscher. Ja, das passt doch. Nehmen wir das so. Oder wir gucken nochmal schnell. Nee. Ah, so wird es eigentlich relativ cool aussehen. Ja, machen wir. Danke. Und hier hinten, man sieht es, da müssen wir da auch nochmal kurz mit dem Bagger vorbei. Einmal Bagger, Bagger, Bagger. Und einmal Kurve, Kurve, Kurve. Nee, so nicht. Sondern wenn, dann plus, minus. So, komme ich da rein? Jawohl. Hier glatt nochmal schnell den hier. Gefällt mir nicht mit dem Damm. Lass uns hier mal aufschütten. Ja, jetzt wird er wieder eigen. Hier, der Damm ist ja auch Käse. Irgendwie, ja, manchmal muss man es bauen und da stellt man halt fest, nee, das ist irgendwie nicht, was ich möchte. Ich finde das so tatsächlich schöner. Jetzt haben wir ja hier oben noch einen Damm. Sollen wir den mal so lassen? Also ihn hier meine ich, also die Aufschüttung, nicht den Damm. Ja, können wir eigentlich so lassen. Ich finde das so verkehrt tatsächlich nicht. Vielleicht ein paar Bäumchen noch. Kommt, wir machen noch ein paar Bäumchen da entlang. Es fährt sich schöner, finde ich. Esset, La Baum. Gern Mischwald. Irgendwie so in der Richtung. Einfach das, was wir hier nochmal ein bisschen begrünt haben. Das muss ja gar nicht massiv sein. Das muss einfach ein bisschen sein. Hier nochmal den hier. Jo. Vielleicht hier auch nochmal rein. Haben wir was auf dem Gleis? Nö, eigentlich nicht. Ja, das sieht doch soweit vernünftig aus. Gut, das haben wir. Ihr hattet auch noch die Idee. Und das möchte ich tatsächlich dann auch noch machen. Wo haben wir es denn? Wo haben wir denn unsere Burgruine? Die ist irgendwie, glaube ich, hier vorne. Hier. Dass wir hier noch ein Ausflugsziel hinmachen. Fände ich eigentlich auch eine schöne Idee. Dass wir hier irgendwie einen Bahnhof hinstellen. Zum Beispiel eine Spitzkehre. Dass hier irgendwie eine Dampflok noch hinfährt. Kommend aus, ja, Weißwasser in dem Fall. Und vielleicht sogar noch eine aus Heisenberg City. Die dann eben hier lang fährt. Das war ja die andere Idee, dass wir hier unten noch mit den Gleisen durchgehen. Und dann hier, ja, einen Parkplatz hin. Apropos Parkplätze, die habe ich jetzt auch. Wollte ich nicht. Doch, ich wollte doch hier noch Parkplätze haben. Auf der anderen Seite, jetzt haben wir hier ein Parkhaus und wir sind eigentlich an der Strecke dran. Aber wenn wir hier noch ein paar Parkplätze ziehen, ich ziehe die mal, dann haben wir die. Ich muss mal gucken, ob ich nicht vielleicht sogar im Off dann die Autos raufstelle. Einfach damit wir hier wirklich die Parkplätze haben. Irgendwie so. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das sind die anderen, dann hätten wir eine Einbahn. Muss mal gucken, was wir hier alles haben. Aha, das wäre dann so. Und das hier wäre der Klassiker. Kommt, wir machen den Klassiker. Ne, so nicht. Kriege ich da nicht nochmal irgendwie einen Happen hin? Irgendwie so. Doch, da kriege ich nochmal einen Happen hin. Zack, dann haben wir hier Parkplätze. Hier noch ein bisschen, würde ich sagen, dann bemalen, dass es hier nicht grün ist. Hier ein paar Bäumchen hin. Hier ist ja der Eingang. Irgendwie das könnten wir hier kappen. Das werden sie wahrscheinlich wieder hinstellen. Außer wir machen hier was hin. Ja, wir machen hier was hin. Lasst uns hier auch nochmal ein Sträßchen machen. Und zwar, wo haben wir sie denn? Irgendwie sowas in der Richtung. Das ist halt der Zugang, den wir hier haben. Einmal da rein. Jawohl. Kann ich hier noch ein bisschen weiter rein? Ne, dann haben wir eine Kollision. Das können wir nicht. Gut, aber das wäre dann schon mal im Groben das, was ich wollte. Die Autos setze ich wahrscheinlich im Off dann rauf. Gut, allora, es geht weiter. Wir sind hier hinten stehen geblieben.
Wollen wir fädeln? Ja, wir wollen fädeln. Wir wollen in die Strecke rein. Weil sonst haben wir wirklich den Effekt, den wir eben eigentlich verhindern wollten, dass wir einfach für jede Linie wieder ein eigenes Gleis haben. Fände ich auch nicht ideal. Habt ihr schon recht. Davon sind wir eigentlich hier abgekommen. Komme ich hier apropos irgendwie hier rein? Da ist die Steigung zu groß. Schau an. Okay, da muss ich hier tatsächlich noch mal ein bisschen was kappen. Mal gucken, ob es so geht. Ja, so geht's dann. Ist aber die falsche Seite. Wir müssen hier rein und hätten hier dann die Brücke, die so runter geht. Aufschütten wird hier wahrscheinlich schwierig. Da hängen wir im Gleis drin. Nö, geht. Mit einer Felswand. Das hat aber natürlich schon auch einen gewissen Reiz. Würde ich gerne so haben und hier vielleicht das Ganze ein bisschen angleichen. Lass uns das mal so nehmen. Finde ich tatsächlich interessant. Ist besser wie die Brücke da einfach wieder. Weiß ich nicht, wohin zu ziehen, finde ich. Hier raus. Und dann da rein. So, und jetzt von wegen angleichen. Muss ich schnell gucken. Ja, ist halt ein Tal. Wobei, ich würde das jetzt nicht mal angleichen. Das sieht doch eigentlich relativ nett aus hier, das Ganze. Die mit diesen Zügen, die unten durchfahren. Und wir fahren dann oben drüber. Ja, das würde ich tatsächlich, glaube ich, so nehmen. Das gefällt mir. Gut, also jetzt sind wir hier vorne drin. Wir kommen hier rüber. Sind in dem Gleis drin, düsen hier lang und hier vorne haben wir ja weitere Gleise. Oder wir gucken mal, was ist hier belegt. Auch noch nicht so viel. Wir könnten hier direkt rein in dieses Gleis und gehen dann wieder raus. Jetzt wollen wir von hier aus, von, was ist es, unter Zermatt, wollen wir nach Los Angeles rüber. Jetzt könnten wir den ganzen Weg wieder zurück, die Brücke mitnutzen, würde ich eigentlich lassen. Wir könnten hier eine Brücke machen oder wir machen es im Rücken hier. Was hier sicher irgendwann noch durchführt, ist wahrscheinlich die Hybridstrecke. Die Hybridstrecke, denke ich mal. Von daher gibt es hier sowieso eine Brücke. Hier eine Brücke, quer über den See? Nee. Nee, das würde ich tatsächlich lassen. Oder halt eben diesen hier. Aber dann fahren wir hier die Strecke wieder zurück. Das möchte ich eigentlich nicht. Lasst uns hier hinten eine Brücke machen. Hier rüber. Dass wir hier eine Brücke haben. Okay. Ich würde sagen, die bauen wir mal zuerst. Dann haben wir die. Wäre das hier mit der Straße. Eine gesunde Höhe. Einmal hier rüber. Moment, ich brauche eigentlich, da sind wir uns glaube ich einig, wir bräuchten eigentlich eher ein Gleis. Machen wir das nochmal. Eine Straßenbrücke haben wir dort schon. Also Gleis. Irgendeine fette Brücke. Was haben wir denn noch an fetten Brücken? Die haben wir auch noch nicht allzu oft verwendet. Hier hinten ist dann Feierabend mit Schiffen, das ist aber egal. Wobei, guck mal, hier haben wir noch Rohöl. Da könnte man sich mit dem Schiff noch was machen, dass wir das noch irgendwie nach da vorne bringen. Das würde ich gerne noch machen. Ist es hier denn, es ist schon zum Teil noch grün, das heißt die Schiffe kommen hier schon unten durch. Wir machen das mal so. Ich möchte das aber irgendwie wieder noch mehr im rechten Winkel wissen. Haben. Ist das parallel? Ja. Okay, sauber haben wir. Wir haben doch glatt das zweite Gleis auch noch. Jo, passt. Gut, und jetzt darauf. Oder runter. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dahin geht. Ich möchte hier nicht unbedingt fädeln. Und wisst ihr, was wir hier auch noch machen? Wir nehmen den Zug hier ins andere Gleis rein. Und zwar in Zermatt, nicht in die 1, geh du mal in die 2. Jawohl, dann können wir hier nämlich mit unserem Gleis dann raus. Und zwar ohne Probleme. Dass wir hier ausfädeln. Ja, das machen wir sogar mal mit schnellem Gleis. Das wurde neu gebaut. Ganz klar, während das hier halt ein bisschen älter ist. Irgendwie so. Und dann hier den Bogen runter. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier allzu viel, oder wie soll ich sagen, ob wir hier viel, ja, Gefälle überbrücken müssen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das würde sogar halbwegs funktionieren. Zweigleisig machen wir es dann nicht ab Bahnhof, sondern ab hier. Sollen wir hier mal nochmal gucken? Was haben wir denn noch Schönes? Wir haben dermaßen viele Teile hier. Ah, das ist so ein schöner Bahnübergang. Was macht das Auto dort? Es wusste nicht, wo der Bahnübergang hinkommt. Deswegen hat das gerade ein bisschen eine Macke gehabt. Also das Zweigleisige. Würde ich sagen, beginnen wir hier. So, in den Bahnhof rein ist es dann halt eingleisig. So, einmal so. Und dann düsen wir Richtung Brücke da hinten. Einmal zack, so. Sollen wir hier nochmal einen Bahnübergang machen? Wir müssen fast. Wo ist unsere Brücke da? Na, dann können wir das Ganze auch so machen, dass wir hier rüber gehen. So.
Nee, das geht nicht. Aber nochmal einmal runter. Dann haben wir eine Stelle, wo es funktioniert. Machen hier auch nochmal was Spezielles. Land. Jawohl, auch eine schöne Schranke. Einmal den hier. Und dann hier mit einer Kurve geht das weiter. Das zweigleisige holen wir uns gleich. Und dann geht das dort rein. Dann haben wir das schon. Ist das unser linkes Gleis? Jawohl. Es ist. It will be. Ja, aufschütten. Ganz klar. Oder nur testweise. Ich mach's gleich wieder weg. War natürlich auch was. Ich mach's gleich wieder weg, habe ich gesagt. Aber guck mal, hier der Damm mit dieser Brücke. Nee, das mache ich nicht weg. Ich finde das cool. Das gefällt mir tatsächlich. Wir schütten auf der Seite auf, würde ich vorschlagen. Hier habe ich aber schon ein Gleis. Ist das soweit? Oh, da habe ich nochmal eine Brücke. Moment, da muss ich aufpassen. Das ist so nix. Da habe ich zu früh geklickt. Sind wir denn überhaupt auf der richtigen Seite? Finden wir raus. Moment, einmal den hier. Und dann haben wir hier, das müsste ja das rechte sein, dieses hier. Stimmt das? Wo sind wir stehen geblieben? Jawohl, das rechte Gleis. Und hier schütten wir nochmal. Zack, da rein. Und hier hängen wir das dort rein. Aufs Tempo achte ich, das seht ihr überhaupt nicht. Das ist komplett irrelevant, finde ich. Wir wollen hier einen schönen Zug, eine schöne Strecke. Wir brauchen das Tempo nicht. Und das sieht doch eigentlich relativ nett aus. Hier auf den Damm rauf, dann hier rüber. Und jetzt geht's nach Los Angeles rein. Wir vervollständigen das hier mal noch. Wie kommen wir denn hier rein? Hier haben wir auf der Seite die Gleise. Das ist auch ein Kopfbahnhof, sieht man, logischerweise. Wir haben hier kurze Gleise eher. Hier haben wir die längeren. Ich würde sagen, wir gehen hier an die kurzen rein. Unterirdisch haben wir hier ja auch noch. Wenn wir mal schnell die 4 aufrufen. Nö, haben wir nicht. Haben wir hier nichts Unterirdisches? Okay, brauchen wir auch nicht. Also wir brauchen das tatsächlich nicht. Ich würde hier mal Folgendes gerne haben. Dass wir mal die Gleise mitnehmen. Und dann mit einer Weiche im Prinzip ins andere dort hinten reingehen. Also, dass wir die beiden noch dabei haben. Zack, einmal so. Das können wir dazu machen. Das ist eigentlich nur im Weg. Dann hier so eine Weiche. Und dass wir die Gleise dann nutzen. Kriege ich hier noch so ein Teil hin? Jawohl. Und dann von hier geht es hier hin. Jawohl. Und jetzt würde das für uns heißen, wir wollen hier rein. Wir gehen hier nochmal ein Stück. Ja, wir haben hier noch eine Industrie im Weg. Wo müssen wir denn hin? Nach da hinten. Dort sind wir irgendwo stehen geblieben. Wir müssen eigentlich die Biege machen. Ich würde die aber nach dem Ding hier machen, nach der Maschinenfabrik. Dass wir hier vielleicht sogar an die Maschinenfabrik rankommen. Wie sieht das denn aus, wenn wir das so haben? Dann haben wir hier die Kurve. Finde ich gar nicht verkehrt. Einmal mitnehmen. Einmal folgen. Dann haben wir hier eine Straße. Die würde ich jetzt aber tatsächlich kappen. Die ziehen wir nachher wieder. Dass wir hier in Ruhe rüberkommen. Halt, ich brauche das andere Gleis, weil irgendwie... Ja, andocken würde ich... Weiß nicht, sollen wir hier andocken? Stimmt das denn? Wir müssen nach da unten. Dort sind wir irgendwo stehen geblieben. Ja, können wir. Oder hier halt doch mit einem Bahnübergang rüber. Das ist schon nicht die Straße, wo mir das Spiel dann irgendwann abkachelt. Nee, aber wisst ihr was, wenn wir die Straßen ja eh gekappt haben? Nehmen wir die auch weg, damit wir hier in Ruhe durchkommen. Dann schauen wir nachher, was wir mit den Straßen machen. Ist manchmal tatsächlich, finde ich, die cleverere Lösung. Dann kann man sich eben auf den Zugverkehr konzentrieren. So, einmal geht das hier lang. Und dann haben wir unsere LE-Strecke bald. Und hier haben wir nochmal einen Bahnübergang. Jawohl, und dort hinten ist dann die Brücke. Sagen wir doch mal schnell. Ich meine, wenn wir es schon haben. Halt. Dann können wir das doch auch nutzen. Ja, gerne dich. Dankeschön. Zweites Gleis. Einmal so und einmal hea heppa da hinten rein. Das möchte ich nicht. Da muss ich mal kurz bzw. kürzer bauen. Kleinere Schritte. Dann funktioniert das mit Sicherheit auch, dass wir hier reinkommen. Und wir hätten eigentlich natürlich noch amerikanische Lokomotiven oder kanadische, diese EMD. Das wäre doch eigentlich noch eine gute Sache, weil es ist ja Los Angeles. Aha. Wenn wir dort den Damm haben, Leute. Hier haben wir eine Industrie. Ja, und was kommt? Ja, dann machen wir hier auch einen Damm. Genau, wir schließen das sozusagen ab. Gefällt mir. Machen wir. Dankeschön. Bitte jetzt kein Gelle-Effekt. Nee, passt. Wir sind auf der richtigen Seite. Jawohl. Das Gleis hängt auch zusammen. Sehr gut, dann haben wir das. Was jetzt halt noch fehlt, ist hier natürlich, dass wir die Straßen gekappt haben. Hier zu dieser Baumaterialfirma.
Ja, kommt Bahnübergang, würde ich sagen. Irgendwie der hier, dann diesen. Ne, das wäre die Straße. Machen wir mal. Müsste passen. Wir bleiben mal bei dem Bahnübergang. Dann da rein. Geschwungen, jetzt habe ich noch was gekappt. Hier ist okay. Ich habe doch nochmal eine Straße gekappt, oder nicht? Dachte, ich hätte nochmal eine geklaut. Die hier, das ist nicht mehr angeschlossen. So, aber jetzt ist es wieder angeschlossen. In die andere Richtung brauchen wir es nicht. Gut, ich würde sagen, lasst uns mal die Linie machen. Das wäre von hier oben. Neue Linie von diesem Bahnhof. Würden wir gerne nach hier hinten nach Unterzermatt rein. Würden gerne hier rüber nach L.A. Und würden gerne wieder zurück, weil sonst geht's nicht. In diesen Bahnhof rein. So, weil der wäre von hier nicht mehr zurückgekommen, tatsächlich nach Eisenberg City. Gut, das passt. Das ist dann eine IR. Wie viele IRs haben wir schon? Eine. Aha, okay. Ja, ihr ahnt es, dann ist das die IR 2. So, habe ich die richtige? Ne, hier ist sie. Das wäre die IR 2 von Moment, ich sehe es wieder nicht. Heisenberg City via Zermatt nach L.A. Nehmen wir Zermatt noch rein. Und machen hier L.A. draus. Es ist L.A., dann schreiben wir es auch so an. Gut, auch das haben wir. Die Signale fehlen. Zumindest dort, wo wir neu gebaut haben. Aber zweigleisig ist es schon. Okay, wir setzen Signale. Was haben wir Schönes? Ich frage, glaube ich, jedes Mal, was wir Schönes haben. Aber wir finden ja auch jedes Mal wieder was Schönes. Das wäre mal hier. Dann haben wir hier ein Signal. Hier vorne haben wir noch eins. Das ist ein bisschen... Das gefällt mir nicht mehr, das Signal. Das ist mir zu nah. Das nehme ich mal weg. So, da können wir gucken, ob wir dort vielleicht noch ein Signal haben. Wir lassen es mal. Okay, hier in die Richtung. Hätten wir gerne hier ein Signal. Dann haben wir hier einen schönen Block. Ich bin echt am Überlegen, ob wir nicht irgendwie eine amerikanische Lok nehmen sollen. Wir haben natürlich sehr viele Gleise in L.A. Das ist ein großer Bahnhof, das wird eine große Stadt. Ja, müssen wir da jetzt schon irgendwie eine Ami-Lok nehmen? Völlig falsch finde ich es nicht. So, hier müssen wir schnell korrigieren. Ja, das wäre zwar okay gewesen, ich mache es ein bisschen weiter nach vorn. Einmal so, dann hätten wir hier das Signal, dafür kommt das hier weg. Und dann haben wir hier das Einfädeln, okay. Dann hätten wir hier vorne und hier was und hier haben wir die Blöcke. Das ist schon mal in Ordnung. Dann geht das hier in unser Gleis rein, das ist auch okay. Dann haben wir hier einen eingleisigen Bereich, der hier aufhört. Hier beginnt der zweigleisige. Zack, einmal diesen und einmal den. Und dann, ihr seht, interessant, richtig. Es ist noch nicht zweigleisig. Dann fehlt irgendwo noch eine Weiche wahrscheinlich. Ich mach das mal ein bisschen weiter weg, damit hier die Schranke wieder zugehen kann. Hier haben wir nochmal eine Schranke. Machen wir das so. Und machen hier noch eins. Zack. Oder es fehlt ein Gleis. Das könnte hier auch sein. Das ist nur ein Schatten. Hier fehlt nichts. Also hier gibt es nochmal einen Block. Hier geht es über die Brücke. Dann gibt es hier auf der Brücke hier oben nochmal. Zack. Dann düsen wir hier lang. Dann haben wir hier wieder tatsächlich einen Bahnübergang. Machen wir es so. Und hierher kommend machen wir es mal hier hin. Und dann haben wir hier vorne dann ja die Bahnhofseinfahrt. Das wäre hier. Dann haben wir hier nochmal was. Jetzt mal gucken, kommen wir da nicht rüber oder wo ist das Problem? Linie aufrufen, jetzt geht's. Jetzt haben wir es hier zweigleisig. Dann fährt er hier rein. Ich wollte zwar eigentlich noch eins rüber. Lasst uns noch eins rüber gehen. Los Angeles nicht in die 23. Heiliges haben wir hier viele Gleise. Sondern wir machen mal die 21, würde ich vorschlagen. Jawohl, dann geht er hier rüber, dann ist er hier drin. Das können wir jederzeit noch ändern, falls das irgendwelche Probleme gibt, denke ich. Da müssen wir gar keine großen Sachen machen. Gut, zweigleisig ist es. Ja, ist eigentlich durch das Ding. Wir können den Zug kaufen. Dann machen wir schnell zurückdüsen. Ein Depot. Hier haben wir eins. Das führt uns ja, das führt uns doch in unser Gleis rein. Hier raus. Ja, natürlich führt uns das in unser Gleis rein. Dann können wir dieses Depot ja auch verwenden. Und das machen wir jetzt auch. Ich guck mal schnell, eine amerikanische, hier hätten wir sie, die EMD mit 105 km/h. Ich kenne ein paar Leute, die sagen, das sind keine schönen Lokomotiven. Ja, ich weiß nicht, sind die schön? Es sind halt auch Lokomotiven. Also irgendwie, ich finde die so schlecht nicht, muss ich gestehen.
Wie sieht's denn aus, wenn wir hier schnell gucken? Da müssen wir rausfinden. Ich weiß, ich könnte jetzt natürlich oben EMD eingeben, aber also das möchte ich jetzt tatsächlich nicht, sondern ich möchte mich hier informieren, weil ich aktiviere immer wieder mal noch ein paar neue Sachen, neue Lokomotiven, neue Wagen. Da möchte ich auch immer mal wieder gucken, was wir hier im Angebot haben. Man sieht, das sind dann doch einige. Was ist das hier? Auch interessant. Das hier ist natürlich eine amerikanische, oder sieht aus wie eine amerikanische. New Haven 140 gebonkt. Wir nehmen die New Haven. Power hat das Ding auch. Sehr schön. Dazu Passagierwagen. Da haben wir jetzt nichts Amerikanisches. Brauchen wir aber auch nicht in dem Sinne. Sondern die Sieltalbahn. Ja, das wäre natürlich eine ungewöhnliche Zusammenstellung. Aber im Endeffekt ist das natürlich auch Wurst, denke ich. Das muss in irgendeiner Form passen. Die Grünen, die Bombardier. Auch mit 140. Das gibt doch einen interessanten Zug. Machen wir mal. So, 175 Meter. Wir machen nochmal einen dazu. 2-1. Davon machen wir 2. Nicht 20. 2. Von der Strecke. Wir machen 3. Wir wollen Verkehr auf den Gleisen. So, lassen den raus. Das wäre die IR2. Jawohl, das funktioniert auch. Gehen wir mal gucken, was hier rauskommt. Unser Zug im Idealfall. Wir lassen den mal schnell rausfahren. Ja, ich gucke auf die Uhr. Wir werden die Fahrt aber nicht mehr mitmachen können. Aber das ist natürlich dahingehend schön. Dann haben wir morgen zu Beginn der neuen Folge dann gleich mal die Mitfahrt hier mit dieser amerikanischen Lokomotive, die dann nach Zermatt fährt. Das ist sicher eher ungewöhnlich. Und von dort nach Los Angeles, das ist insgesamt schon wieder ungewöhnlich. Ja, nett. Sehr gut, der hat wahrscheinlich eine Kapazität von 230 Leuten. Gut, das kann auch sein, dass wir hier Kapazität tatsächlich brauchen. Also, dann werden wir morgen hier einsteigen und mitfahren. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.